Das ist das beste Team in Europa, das haben wir jetzt alle gecheckt. Ein ja. Match haben wir noch. Tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Ja, und zwar die Unicorns of Love, die müssen nochmal antreten gegen G2. Die Unicorns of Jack Troll. Ja, G2 und die Unicorns of Love mit sehr, sehr durchwachsenen Match-Histories in diesem Split bisher. Ja. Wir haben die Unicorns gehabt, die am Anfang irgendwie nichts gerissen haben, dann auf einmal mit einer Winning-Streak durch die letzten drei, vier Wochen gegangen sind. Immer mal wieder viele Spiele hintereinander gewonnen. Und jetzt am Ende, ja, wird's echt wieder knapp, weil sie trotzdem immer noch da unten rumdümpeln und da einfach nicht rauskommen. Und G2 will natürlich eigentlich oben mitmischen und müssen jetzt heute gewinnen, um am Ball zu bleiben. Ist für beide Teams mehr oder weniger ein Pflichtsieg, wenn sie noch irgendwelche Ambitionen auf ihre Wunschposition haben. Wenn Unicorns heute verliert, dann kann man, glaube ich, fast schon fest davon ausgehen, dass sie es nicht in die Playoffs schaffen. Ja. Wenn G2 hier heute verliert, kann man eigentlich auch fast schon, also noch nicht ganz so safe davon ausgehen, aber die Chancen, dass sie auf eine Top-2-Position kommen, die mildern sich massiv, wenn sie hier heute nicht gewinnen. Weil im Endeffekt haben wir morgen das direkte Duell zwischen, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, war es Vitality gegen G2? Ist doch bestimmt irgendwo in einem schlauen Buch schon stehen. Vitality gegen G2 morgen, oder was? Oder Splice gegen G2. Morgen haben wir ganz tolle Matches auf jeden Fall. Auf jeden Fall spielen quasi zwei der direkten Tabellen gegen da ganz oben morgen gegeneinander. G2 gegen Vitality. Genau, G2 gegen Vitality. Ja. Das heißt, wenn sie quasi heute da verlieren, dann haben sie es morgen so halb in der Hand, weil sie können dann gegen Vitality gewinnen, aber wenn Splice dann gewinnt, ist trotzdem tie. Wenn sie aber heute gewinnen und morgen gewinnen, dann sind sie weiter. Das heißt, sie haben ihre Zukunft selbst in der Hand. Mhm. Unicorns muss da, glaube ich, schon ein bisschen mehr bangen, aber generell finde ich, sind Unicorns eigentlich ein Team, was mir jetzt, wie du schon erwähnt hast, immer besser gefallen haben. Letzte Woche war ein Totalausfall, muss man leider sagen, sah nicht gut aus. Abseits davon aber, man hat auch gegen Fnatic gespielt, da sehen die wenigsten Teams gut aus. Abseits davon aber denke ich, dass Unicorns hier, wenn sie gut ins Spiel kommen, mit einer Comfort-Pick, mit einem Comfort-Pick-Draft, Samux vielleicht wieder gut ins Spiel bringen auf einer Tristana, dass sie da gar nicht mal so schlechte Karten haben, denn aktuell finde ich sehr mäßig performendes G2 hier zu bezwingen. Ich denke, es wird sich wieder relativ viel dann in der Pick- und Bandphase entscheiden. Aktuell haben wir wirklich stark gesehen, dass tatsächlich die meisten Spiele heute, finde ich, schon jetzt nicht unbedingt entschieden wurde in der Pick-Band-Phase, aber dass sich ein Team da immer deutlich besser absetzen konnte, meiner Meinung nach. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz hat Splice es sogar morgen selber in der Hand. Wenn sie jetzt nämlich morgen einfach gewinnen, dann haben sie den 11. Sieg und da kommt, wobei, ach nee, Quatsch. Die Tore heute da kommt auf jeden Fall ein Team noch ran dann. Ja. Das würde, wenn Splice verliert, dann und dann wird auf jeden Fall G2 oder Vitality auf den zweiten Platz rücken. Ja. Ah, das ist ja super verrückt. Ja, das ist alles eng, die Tabelle, ne? Falls dir noch nicht aufgefallen ist. Ist mir aufgefallen, aber ich sag nur Maxim, ne? Das ist halt. Na, das kann ich verstehen. Mein Gehirn ist heute einfach. Irgendwann ist vorbei, Woche 9. Verstehst du das? Gut, ja. Du hast natürlich auch einen Tipp für dieses Spiel. Oh, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Vor allem ist es. Das ist er selber. Ja. Das ist doch okay. Coldception. Coldception. Ja, wer gewinnt denn jetzt? Also, kommt natürlich darauf an, ob Perks heute was im Kaffee hatte wie letzte Woche oder nicht. Ich denke aber, tendenziell ist G2 natürlich trotzdem hier der Favorit und für sie geht es natürlich heute auch nochmal um sehr, sehr viel. Und ich denke mal, sie haben es in den letzten Wochen ein bisschen schleifen lassen, so weil sie sich, glaube ich, einen Tacken zu sicher gefühlt haben. Aber ich hoffe, dass Scraps sie jetzt nochmal ein bisschen aufgerüttelt hat und immer gesagt hat: Leute, Alter, wenn wir jetzt die Woche ordentlich performen, dann ist es okay, dass wir ein bisschen reingeintet haben, weil dann sind wir Zweiter. An Fnatic kommen wir eh nicht mehr ran. Aber es kann ja wirklich noch böse enden für sie, wenn sie hier heute verlieren. Und im schlimmsten Fall sind sie dann nur auf dem vierten Platz. Also in den Playoffs sind sie, aber man will natürlich den sicheren Weg gehen oder den sichereren. Jetzt natürlich die Frage, man muss hier diesen Punkt mitnehmen, sonst wird es morgen sehr, sehr schwierig noch ranzukommen. Und deswegen drücken wir natürlich beiden Teams hier die Daumen. Auch für die Unicorns geht es hier noch um die Playoffs, das darf man auch nicht vergessen. Wenn sie jetzt hier gewinnen, dann sind sie gleich auf mit allen anderen Teams gefühlt. Ja? Also dann sind sie mit vier anderen Teams auf jeden Fall punktgleich und das ist sehr, sehr wichtig für sie. Wenn sie jetzt hier verlieren, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Also dann ist es vorbei, müsste ich meinen. Werde ich gleich auf jeden Fall noch überprüfen. Wir werden nach dem Spiel auch nochmal alles durchgehen, alle Szenarien nochmal. Da wird wahrscheinlich Wales selber auch nochmal eine Tabelle zeigen. Gehe ich mal von aus. Aber wir haben ja auch noch unsere Urlaubstabelle, ne? Wer dann in den Urlaub fliegt und nicht. Ne? Gehen alle in Urlaub. Ja, irgendwann ist für jeden mal Urlaub, aber. Alle nach Malle. Alle nach Malle. Wie ist denn eigentlich mit dem Spandauer Bootcamp? Da wollt ihr auch mal auf Malle. Ja, wir haben ja unsere Strafkasse. Die füllt sich ordentlich, muss ich sagen. Also ich habe da jetzt letzte Woche auch nochmal gedacht, knall ich mal ein bisschen was rein. Bin ja nicht so, ne? Von daher. Was muss passieren, dass ihr da einzahlen müsst? Wir haben Feed vergessen auf dem Spin-Twitter-Account, da hat ja jeder immer einen Tag, dann zu spät zum Meeting oder Aufnahmen und da sind ordentliche Summen, also Tweet vergessen 20 Euro. Echt? Zu spät zum Meeting 10 Euro. Und ich sag mal so, wir haben schon mehrere hundert Euro in der Kasse, also Pünktlichkeit wird nicht so groß geschrieben. Oh, ja. Wobei das, glaube ich, das meiste ist tatsächlich wegen Tweet vergessen so.
Ja, aber hast du das Gefühl, einer von euch kommt auch mal zu spät zu so einer Aufnahme oder so oder zu einer Show? Möchte ich mich jetzt natürlich nicht äußern. Wir sind ja ein Team, letztendlich alle eine Einheit und wir kommen zusammen, alle pünktlich oder nicht. Du bist ein pünktlicher Typ. Natürlich. Ja. Wie man heute auch nochmal gesehen hat. Ja, das stimmt. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, die letzte Partie des Tages. Morgen wird es tatsächlich nochmal richtig, richtig spannend. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, welches Team hier siegreich rausgeht. Beide Teams, wie gesagt, ja, mal so, mal so. Letzte Woche ging es nicht so gut für G2 aus. Ist es vielleicht auch ein Nachteil jetzt hier für heute oder ist mir jetzt richtig heiß, hier heute zu punkten? Kann beides sein. Ich hoffe, dass es das Zweite ist. Ich hoffe wirklich, dass letzte Woche so war, lief nicht so geil, aber jetzt muss ich nochmal erst recht zeigen, dass ich immer noch der krasse Midlaner bin, weil Perks ist ja im letzten Jahr und eigentlich auch in diesem Jahr eigentlich immer noch als der beste Midlaner, einer der besten Midlaner Europas gehandelt worden und da darfst du dir halt nicht konstant solche Fehler erlauben, die dann dem Team potenziell sogar das Spiel kosten. Also ich denke, dass man da jetzt nochmal motiviert ist. Es geht um viel positionstechnisch, ruftechnisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendeiner der Spieler nicht 110% geben wird und das sollte reichen in der Regel, um Unicorns hier zu besiegen. Und wenn nicht, ganz ehrlich, dann sind sie kein Top-2-Team. Also wenn sie es nicht schaffen, gegen den letzten Platz, ist zwar close, aber ne, der letzte Platz können, wenn sie hier gewinnen, auf einmal der fünfte sein. Ja. Aber trotzdem, also wenn sie das nicht schaffen, den zu bezwingen, dann sind sie halt kein Top-2-Team. Also da brauchen sie sich wirklich nicht beschweren. Ja. Generell haben wir auch schon öfter heute darüber gesprochen, dass die Teams oder die Punktzahlen natürlich sehr, sehr nah aneinander liegen. Das bedeutet, jedes Team kann jedes andere Team irgendwo mal schlagen. Hey, und da ist natürlich die Frage. Bei unserem Bildschirm. Ja, ich weiß, aber Maxim passt auch nicht auf. Nö. Ist okay. Aber die Pico-Bann-Phase, die geht jetzt los. Das bedeutet, wir sind jetzt kurz vor dem letzten Spiel. Über den Hashtag EveryGameCounts könnt ihr natürlich euch auch nochmal beteiligen. Wir freuen uns auf die letzte Partie mit Maxim, den einzig wahren, und mit dem anderen einzig wahren Sola. Ja, letztes Game, Unicorns of Love, 6-10 gegen 10-7, wenn ich das jetzt hier nicht richtig gesehen habe. 10-7, man kann doch nicht hinhauen, mathematisch. Egal, wir dürfen... 10-6 stehen sie, oder? 10-6, ja, 10-6 macht doch ein bisschen mehr Sinn. 10-6 macht oder irgendwie man in Spanien sagt, ergibt mehr Sinn. Ägypten? Ägypten. Na, das ist die Abkürzung. Ägypten. Ägypten mehr Sinn. Mehr Sinn. So, na gut, Shippy läuft hin und her. Heißt er noch Shippy? Der war das schon umgenannt, oder? Ist, glaube ich, immer noch Sheep hier. Okay, das ist cool. Na gut. Unicorns, wie gesagt, dabei so ein kleines bisschen aus der Versenkung hochzukrabbeln. Aber auch G2. Will ich eigentlich die Pick-and-Ball-Phase auch mal sehen oder eher nicht so? Ich will eigentlich den ganzen Tag nicht. Ich will den Coach eigentlich auch relativ. Also ich gucke ihn gerne an. Da kann man jetzt relativ wenig gegen sagen, cool. Aber. Wir müssen jetzt deuten. Okay, was. Sein Mundwinkel, was. Okay, er denkt nach. So. Oder er liest irgendwas ab, das Skript ist oben, das kann auch sein. Zack. So, jetzt gehen wir noch ein kleines bisschen. Hä? So, jetzt, da. Olaf gebannt. Olaf gebannt. Weil bei denen funktioniert es gerade wirklich nicht. Ich dachte, zeig mal die Bands. Also Olaf Tätenband kann ich schon mal verstehen. Ist schon mal sehr gut. Jetzt gehen wir in den Blackscreen, buchstäblich. Ah, er will. Das ist wie so eine Katze, die sich an Cole dran schleicht, ne? Guck kurz und dann. Was ist liegt sich das nochmal ran. Da haben wir. Mordekaiser? Mordekaiser First Pick. Da guckt man einmal nicht hin. Das kann nicht das richtige Bild sein. Sofort der Mordekaiser am Start. Aber wartet ihr noch 15 Sekunden. Ja. Da sieht man nochmal einen Ausschnitt aus G2 gegen H2K. Auch das lief ja für H2K alles andere als optimal. Unicorns ist hier mit dem Xayah First Pick für Samox. Ne? Wir haben es vorhin schon angesprochen. Entweder du pickst die Caitlyn first, bannst die Xayah. Oder du pickst die Xayah, bannst die Caitlyn. Sie haben sich für Zweiteres entschieden. Ja, und da nochmal der kleine Int-Move von Perks. Er wird davon nicht mehr wegkommen, ne? Einmal im Internet, immer im Internet. Wenn man Perks googelt, den Rest seines Lebens lang, ist das der erste Link. Nur, wie er mit Corki einfach nur abstürzt. Naja, oh wow, das ist eine ziemlich zügige Camille. Camille ist sehr stark auf dem Patch. Aber so stark, dass man sie first pickt? Ja, alle wurden genervt. Ist ja auch noch ein Jungle-Flex, ne? Also sie ist ja im Jungle auch noch mal ein bisschen attraktiver geworden. Okay, und? Never mind. Sie ist im Jungle ziemlich hässlich. Der Flex-Pick war mindestens 10 Sekunden da. Kurz. Ja. Kurz angetäuscht und Jenkos, zack, die Sejuani genommen. Ist ein starker Pick, kann man mitarbeiten. Olaf wäre eine andere Option. Olaf ist raus, Entschuldigung. Olaf wäre keine Option gewesen. Jenkos hat, wie gesagt, letzte Woche gezockt. Gar nicht so bad. Kann auf jeden Fall mitarbeiten. Sind viele Tanky-Dudes gebannt. Und das ist halt ein Typ. Mich jetzt sehr, sehr interessant. Ja, er kommt sogar durch. Ich finde, Galio ist halt eine gute Antwort auf die Camille. Weil im Endeffekt ist es halt so, Camille isoliert, also nicht auf die Camille-Lane an sich, sondern im Team. Weil die Camille springt auf jemanden raus, isoliert den und Galio kann dann einfach instant diesen auch ulten. So, das heißt, man nimmt auch die Kombo weg vom Gegner. Genau, erstens das. Das stimmt natürlich auch nochmal. Camille, Galio, insane strong.
zusätzlich machst du halt das Ziel, was du von der Camille, was der Camille isoliert, Insane Tanky. Und die Camille muss sich entscheiden, okay, entweder ich laufe jetzt aus meiner eigenen Ult raus oder ich werde gleich von Galio gekombot und sterbe vielleicht selber. Finde ich gar nicht so verkehrt. Dann kommt noch wieder die Xayah Rakan Rotation und wird erneut von Ezreal beantwortet. Also heute hat sich dieser Ezreal-Pick wirklich als Xayah Rakan-Antwort etabliert und hat heute auch schon zweimal gut funktioniert, muss man sagen. Ja, die Frage ist, ob noch der Tarm folgt. Ich denke nicht. Das heißt, Unicorns of Law wird den 100 probieren. Und dann muss man sich irgendwas anderes einfallen lassen. Aber Optionen sind gegeben. Wie gesagt, das 10-Bann-System hat League of Legends dahingehend auf jeden Fall ganz gut getan, dass auch mehr zur Verfügung steht. Ich bin jetzt auch gespannt, wie dann Unicorns im Jungle agiert. Weil wir haben jetzt Garna rausgenommen, Jarvan rausgenommen, Seju weggepickt, Zekwey ist von den vier. Olaf ja auch schon rausgenommen. Also Zekwey ist der einzige Powerpick, der noch zur Verfügung steht. Könnte natürlich sein, dass G2 darauf zielt, den auf einen Squishy-Jungler, wie zum Beispiel... Kha'Zix ist raus. Ist Kha'Zix raus? Okay, also bleibt der Sek noch. Ist natürlich jetzt hier noch nicht so attraktiv gegen den Ezio zum Beispiel, den kriegst du unmöglich in dein Team rein. Schauen wir mal. Sek wäre jetzt aber mit einem Galio gar nicht so verkehrt, oder? Würde ich feiern. Also kombinierbar ist es definitiv. Der Tarm, ja, wie bereits besprochen, sieht auch raus. Es wäre halt vor allem auch die logischste Antwort jetzt hier. Und ich denke mal, G2 wird Botlane-technisch auch wieder auf einen Braum oder den Alistar zurückgreifen. Isa. Genau, also im Prinzip exakt das gleiche Matchup, wie wir es eben im letzten Spiel gesehen haben. Und da lief es gut für Fnatic. Sie sind einmal gegankt, gedived worden, mehr oder weniger, mit genau der gleichen... nicht ganz mit der gleichen. Sie hat das Gegnerteam Sejuani. Aber es ist trotzdem das Game-Matchup. Also Ezreal Braum kann sehr gut funktionieren gegen Xayah Khan. Xayah Khan hat aber definitiv das Potenzial, jede einzelne Lane ausnahmslos zu gewinnen, egal gegen wen. Ja, vor allen Dingen, weil sie es jetzt auch mit dem Galio wieder kombinieren können. Also wir haben ja vorhin die kleinen Sejuani-Dives gesehen und das halt mit ihm noch... zu vervollständigen und Zek ist quasi fast genau das gleiche. Hat nur eine höhere Anlaufzeit, dafür dann deutlich höhere Range und vor allen Dingen Ulti-unabhängig. Ja. Sejuani ist mit der Ult insane strong und Zek braucht nur das E und ist genauso ähnlich. Naja, letzter Pick sollte noch die Solo-Lane vervollständigen und auch Poppy. Poppy kann, glaube ich, den Stun komplett von Camille verhindern, ne? Ja, ja. Das ist relativ nice. Die Ultimate würde davon wahrscheinlich nicht betroffen sein, weil du ja während der Camille Ultimate untouchable bist. Also die Camille Ultimate ist kein Sprung in der Hinsicht, der von Poppy unterbrochen wird. Ja, aber kann. Poppy kann sie hämmern, sobald sie drin ist. Das stimmt, du kannst sie quasi aus der eigenen Ult rausschmeißen. Ja. Finde ich eine interessante Antwort, haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Gegen Ezreal funktioniert es leider auch nicht, ne? Ezreal E ist ja auch ein Port mehr als ein Dash. Aber zum Beispiel gegen Seju Q, gegen Talia Ult müsste es auch gehen. Ist ja auch ein Dash. Die würde, Talia selbst würde dagegen knallen und auch Braum kann nicht wegspringen. Genau, also Poppy... Poppy ist interessant. Also viele haben sowieso schon gefragt, ob sie bald wieder zurückkommt. Unicorns of Love hat auf jeden Fall eine fette, fette Tankline. Ja. Also die ist wirklich unzerstörbar. In lächerlichen Engage, muss man wirklich sagen. Ja. Frage ist nur, ob sie da ihre Ziele finden werden. Also generell haben wir heute immer wieder... ich denke mal, wir haben ja auch fast jedes Game oder sogar jedes Game, ich bin gar nicht sicher, Xayah Rakan gehabt. Dementsprechend hatten wir halt immer ein Team, was den Hard Engage sucht, was dadurch sich Vorteile erarbeiten will, und das andere Team, was dann eher überleben möchte. Und diesmal hat Unicorns hier diesen Engage mitgebracht. G2's Comp gefällt mir aber trotzdem ganz gut. Ist natürlich nur die Frage, wie stark die Kamee sich gegen die Poppy tatsächlich durchsetzen kann. Ich meine, sie kann ja wirklich nie engagen mit dem E. Also nie. Das heißt sie nie, also wir natürlich. Aber wobei die Cooldowns sind sie wahrscheinlich ähnlich. Also sie würden ja nicht usen, wenn der E auf da. Also Poppy wird ja den W aktiv dafür verwenden wahrscheinlich. Ja. Ist ganz cool. Die Frage ist halt, ob man die Lane trotzdem aktiv gestalten kann. Das heißt, man muss halt schauen, wie viel Push hat die Poppy zur Verfügung. Braucht sie ein Sunfire? Braucht sie Tiamat oder reicht da das Q aus von ihr? Das ist ja wirklich ein solider Wave-Clear-Spell. Horizontale Schaden ist da. Wurde ja auch, glaube ich, vor kurzem gebufft. Also das, was Poppy passiert ist, oder? Genau, es sind positive Dinge. So. Das habe ich noch in Erinnerung. Mal schauen. Vielleicht ist das die Rückkehr des Meta-Golems. Sunfire, Iceborne, here we go. Zack, es reicht einer. Einer schreit. Und das ist doch der Teammanager, der hinten sitzt und einfach anfängt zu schreien. Das kann sogar sein. So. Wir sehen itemtechnisch Dorans Blade-Start für die Camille. Das ist auf jeden Fall selbstbewusst. Da muss er sich mit dem Matchup auf jeden Fall gut auskennen. Doran steht da mit Poppy, Shield auch bei Xayah. Scheint. Geil, Pause! Pause, yay! Ne, scheint aber ADC-lastig zu sein. Ja. Das war die. Wir haben doch keine Informationen. Details. Details are coming. Brauchen noch ein bisschen.
natürlich trotzdem nicht so schön, ne? Aber es sieht doch so aus, als es dir weitergeht. Ja, das Gute ist immer, Anfangspausen sind auch immer ein bisschen milder, ne? Weil da meistens keine drastischen Probleme sind, sondern immer nur so, hier meine Maus, die hat die falsche Farbe, mein Headset sitzt nicht richtig. Ich komme nicht aus der Base in den ersten 10 Sekunden. Ja, ich kann nicht flashen am Anfang. Was ist da los? Press D for Dance funktioniert. Wieso geht mein Stopwatch nicht? Na, das sind alles Sachen, die natürlich problematisch sind. Aber Hirnen, wie gesagt, er entspannt und wartet auch. Denke ich jetzt wieder. Hirnen wartet darauf, dass es weitergeht. Das war's! One-shotted. Was ist denn da los? Aber es geht gleich weiter. Es wird nicht mal Details geben, was los ist, sondern es geht sofort wieder ins Game. Fantastisch! So, meine Damen und Herren, Unicorns of Love und Davantreden gegen G2. Wir haben eine kleine Poppy wieder dabei, eine ordentliche Frontline, wirklich guten Follow-up und consistent Damage. Aber trotzdem wird viel auf Samax liegen, weil er muss den Schaden in das Team bringen. Während G2 eigentlich gut verteilten Damage hat, aber trotzdem seltsam. So, Talia-Schaden ist so konstant und kombomäßig. Talia hat natürlich eine krasse Ult, wo ich natürlich hoffe, dass Perks nicht in das Team reinultet. Das Potenzial ist da. Das Potenzial ist insane. Sogar weniger cool als das Package. Du hast die Mega, du hast das Package auf dem R. Aber mal schauen. Na, wir hoffen natürlich, dass es nur Ausrutscher waren. Dass man sich nicht wiederholen wird. So, Red Buff gibt es erstmal ordentlich Hilfe. Da freut man sich. Gerade mit dem W, seht ihr schon, ist das Schadenspotenzial not bad. Wurde hier etwas getankt, wird hier gut HP noch am Start. Boah, auf den Blob hat es wohl keine Lust gehabt. Ja, war nicht so lecker. Ein seltsamer Weg, ne? Geht. Er wollte vom. Geht an dem Ward vorbei. Das war clever, ne? Er hat gewusst, dass da gewardet wurde. Das heißt, die Paranoia müsste jetzt ja bei G2 da sein, indem sie sagen: Wird das jetzt ein Level 2 Zek-Gank? Darf man das? Oder vielleicht denken sie, es wird so ein Fake-Pull gewesen sein. Von wegen, die Botlane hat nur so getan, als ob sie pullt. Ja, ich glaube, die haben Mana verloren. So. Ja, aber kannst du Space drücken? Ja, nee, die sehen ja, dass sie auf die Lane kommen mit weniger Mana. Ja, du kannst ja Space drücken. Nee, ich dachte, es geht jetzt darum, dass hier einen. Ja, aber du kannst ja das Hamux und Totoro können ja einfach irgendwo, wo sie nicht gesehen werden, einmal Q drücken, haben auch Mana verloren. Ja, ich meine, aber das ist ja nicht gut. Ich meine, dass sie Mana verloren haben, heißt ja, dass sie wissen, dass der Red Buff startet. Und weil er dort nicht zu sehen war. Ja, aber, nee, aber da meine ich, deswegen meine ich ja, es war ein Fake-Pull. Also sie denken vielleicht, es war ein Fake-Pull. Das passiert ja ab und zu, dass du, sag ich mal, als Botlane länger wegbleibst, deine Spells zwei, dreimal benutzt oder einmal, damit du halt kein volles Mana hast, auf die Lane kommst und die Gegner denken, oh, der hat Red gepullt. Und das kann halt den kompletten Jungle am Anfang oder das komplette Game-Setup von einem Team am Anfang zerstören. Na, jetzt wurde er gerade gespottet. Jetzt wurde er gespottet und Pining wurde invaded. Fake Pull into into Mist. Kein Flash mehr. Sonst, ja. Ich würde gerne sehen, was da passiert ist. Wieso zeigt ihr uns Top Lane? Das ist spannend. Poppy? Na? Wir wissen jetzt nicht, ob jetzt. Okay, er hat einen Blue Buff. Okay, das hat er schon mal geschafft. Das ist schon mal nice. So, dann haben wir hier jetzt einen sicheren Taunt. Oh, das Q! Zack, mit dem Flash kommt. Oh, die Combo! Das war clean. Alter, cold! Warum flasht er? Ice Cold war das! Warum flasht er da weg, wenn er schon vom Q getroffen wurde? Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Q. Also, das ist. Ja. Also aber ich meine, die Reaktion, er wollte sich das halt lösen. Der Arm war echt war lang. War nicht ganz in Range. Aber Cold, so schlau, ey! Schön, das war wirklich schön, ja. Also, da sieht man halt auch, dass dieser Change von Zek ihn auch nochmal um einiges potenter gemacht hat. Ich meine, früher, was war der Q? Ein Slow. Das ja, das waren halt lange stärker. Gummiarme, ne? Das ist ein bisschen stärker als das Slow hier. Schön auch nochmal den Braum-Q geblockt, um die Krabbe zu securen. Wieder kein guter Start für Perks hier an der Stelle. Orans sofort geholt. Das ist aber fein. Aber das war einfach beautiful. Also das war wirklich gut gemacht. So sehen wir das Ganze nochmal. Perks natürlich mit der Lane Pressure hat Exile hier so ein bisschen rausgezoned. Dann geht er aber hier... hat auch hier das wenig respektiert. Das Timing war halt super bitter, ne? Aber er hat auch den Taunt nicht respektiert. Ja, ja, aber das ist halt das Ding. Er ging halt davon aus, dass Cold auf gar keinen Fall Botside ist, so ein Stück weit. Warum, weiß ich nicht. Aber du gehst ja nur die Raptoren warden, wenn du nicht Angst haben musst, dass der da ist. Weil sonst passiert genau das. Aber irgendwie hat er das da. Vielleicht hat das was mit dem Pull am Anfang zu tun gehabt, ne? Ja. Weil der Ward hatte nichts gesehen, also stelle ich noch einen auf. Sind die Raptoren gemacht oder nicht? Ist er da lang gelaufen? Theoretisch kann man das mit der Tab-Taste einfach kontrollieren. Nee, kann man nicht mehr. Ja doch, weil du kannst ja 4, 8, 12, du kannst ja durchzählen. Achso, ja, aber du weißt ja nicht, welche Camps genau er gemacht hat. Ja, irgendwie doch, die wurde doch invaded von Jinkos. Und dann drückst du Tab und zählst.
Und dann hast, weißt du, er hat die Raptoren nicht gemacht, weil der war ja ein Ward. Und er war ja niemals bei den Crux und dann so schnell beim Blue Buff. Schnell ist er nicht mal, also schnell ist er nicht mal, wenn er ja, das, stimmt, das Item ausgebaut hat. Naja. Da muss man miteinander reden, Leute. Das ist auf jeden Fall richtig. Jetzt direkt der nächste Gangversuch. Colt da sehr, sehr aktiv unterwegs. Gefällt mir sehr gut, dass er hier so viel Pressure schon mal aufbaut in der Midlane. Ja, denn Perks scheint hier the man to tilt zu sein. Janko ist jetzt auch aggressiv im Gegner-Jungle unterwegs. Sucht hier den Botlane-Engage und wird da auch gar nicht gespottet werden. Ah, oh, Nocker aber nicht ganz gesessen. Braucht auch kein gutes Ziel. Der Schild hat ordentlich viel verhindert. Und jetzt, Jankos, zack, kriegt den ersten Stun raus. Schön. Aber, oh, das ist bitter. Der Stun dann ist super spät rausgekommen. Ja, da war nicht genug Stakes drauf. Das ist halt wirklich ärgerlich. Hätte man ihn jetzt hintereinander mit diesen, also Braum Passive und Sejuani Passive synergieren halt sick miteinander. Ich hätte gedacht, dass das reicht. Also, ich auch, wenn ich war die, vielleicht wäre er mit einem Flash nach vorne in der Lage gewesen, den Autotech mehr durchzubringen. Aber es ist natürlich hätte. Totoro dann natürlich, also generell mit Rakan, wenn er Xayah im Team hat, in der Lage, extrem viel Distanz zu überwinden in kurzer Zeit und dank dieser Möglichkeit überhaupt, ist er quasi dem Stun aktiv weggesprungen. So, jetzt sehen sich beide Jungle hier nochmal. Jungle ist auch ein bisschen leveltechnisch behind. Beide Chilling Smite am Start. Wolltet den nicht klären oder hat er den nicht gesehen, den Controller? Manchmal, ja, ich glaube, gerade weil die Mitte halt reingepusht ist, ist es ein bisschen risky, weil Galio jetzt jederzeit schon wegräumen könnte. Und so denke ich, Jango. Ich meine, Cold kann doch den Pink Ward klären. Achso, ja, gut, stimmt. Ist recht. War doch gerade einer, oder? Ja, da ist ja ein roter Pink Ward. Ja. Manchmal ist es so, dass du in Büsche reinlaufst und bei mir ist es auch oft so, dass die Wards echt spät sichtbar werden. Ja, ist halt legit so. Ich kann's nachweisen. Genau. Bei mir sind die irgendwie, wenn ich im Shop bin, super spät sichtbar erst. Das kann auch sein. Bei dir sind halt ziemlich schnell Hourglasses sichtbar. Ja. Da hat Johnny mir gesagt, Maxim, das ist kein Trollbild. Wir werden diese Woche Hourglass auf Varus sehen. Und auf Probels haben es welche? Ja, es ist auch kein Trollbild. Also generell, AP als Option nach zwei Core-Items ist absolut kein Trollbild auf Varus. Das bei mir jetzt wie einer aussah, lag jetzt eher an mir als an Varus oder als an Sonjas. Aber es ist wirklich gut, weil im Endeffekt hast du sowieso das Problem mit Varus, dass du sehr, sehr schnell, allerspätestens beim dritten Item, anfängst, Attack Speed zu cappen. Ist natürlich, schön, da hat man es gesehen, ist natürlich je nachdem, oh, jetzt ist aber Seju da und der hat jetzt kein Weh mehr ready. Er hat aber noch Ult. Der Ult kam, okay. Okay, Jankos möchte bei dem Blue haben. Blue ist natürlich auch juicy. Hinter jetzt heißt sogar für White Knight eventuell Probleme, weil der Ward ist da und es wurde auch gepinkt. Ja, er hat die Pflanze gerade gewusst, das hätte er nicht machen sollen, dann wäre er da nicht gespottet gewesen. Und jetzt kriegt er nämlich Probleme. Galio, eieiei. Hallo, Ippims. Oh, Alter, wie weit springt denn der? Ja, das ist ein E-Max hier. Aber ich meine, die Zeit, der hat ja fast gar nicht gecharged. Ja, das ist ein E-Max. Ja, E-Max ist ja auch cool. E-Max ist übel cool. Immer wenn ich 6 sehe bei einem Competitive, denke ich, ich kann das nicht nachmachen. Das geht mir aber auch so, wenn ich Reckless zuschaue, denke ich mir auch so, nee, so viel Schaden mache ich nicht, wenn ich den Champ spiele. Ja. Also als ob die quasi die Runen haben und noch die alten Runen. Ja. Noch oben drauf. Weißt du? Das ist nicht schlimm. Naja, Blue Buff secured. Wie gesagt, war aber auch ein bisschen fahrlässig. Jankos muss ja die Pflanze nicht aussehen. Die Pflanze sieht ja jeder auf der Karte. Oh, die Sporenverteilung. Ja. Ansonsten aber trotzdem, CS geht auf jeder Lane hier für G2. Deswegen sind sie auch trotz des First Platz goldtechnisch komplett even. Also gerade Toplane ist halt schon unangenehm. 20 Farm hinten zu sein in einem eigentlichen, ja, ich sage mal, Counter-Matchup in der Hinsicht, dass er ja Poppy in Camille reingepickt hat, ist bitter. Da muss die Poppy auf jeden Fall einiges an Potenzial im Teamfight dann entfalten, um diesen Pick zu rechtfertigen. Es gibt ja schon halt auch weniger Gold, so, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt. Generell Tanks brauchen ja immer ein bisschen weniger Gold, um den Pick zu haben als Carries. Da stimme ich dir zu. Aber ich bin halt gespannt, wie das Split-Push-Szenario später aussieht. Also was passiert, wenn G2 es aktiv schafft, Wanda auf einer Sidelane zu halten? Dann gewinnen sie. Wird White Knight da Probleme kriegen? Wird er die Wave einfach clearen können? Wird er vielleicht sogar gedived später? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, der kriegt dann richtig aufs Maul. Also das ist halt der Plan von G2, dass sie wirklich diesen Split-Push in irgendeiner Form zu tragen kriegen. Im besten Fall noch mit einem Perks, der 1, 2, 3 Kills hat. Weil er kann ja auch mit der Ultimate dazukommen oder wegkommen. So, Talia ist jetzt ist kein schlechter bisschen Gage. Aber Poppy wird halt outscaled as hell, so. Wir hatten ja früher noch diese coolen Matchups, Poppy Fiora, den ganzen Tag. Und QSS hat dann so die Ultis entfernt. So, das war halt richtig interessant. Aber, ja.
Hier gewinnt halt Kimmel haushoch. Müsste es auf dem Papier. Es ist halt die Frage, ob Poppy vielleicht zeittechnisch einfach genug rausholen kann mit ihrem W, mit ihrer Ultimate, dass Wonder da einfach nicht die Zeit hat, um seine ganze Combo anzubringen. Weil im Endeffekt wird er ja von der Poppy-Ult aus seiner eigenen Ult schon ein Stück weit rausgeschmissen. Das heißt, er muss halt zwingend die Ultimate dodgen, um in irgendeiner Form Pressure zu haben in dem All-In. Nahkampf, die zu dodgen, ist echt schwierig. Das ist genau das halt das Ding. So. Es kommt ja überhaupt nur zu einem All-In, wenn Wanda in den Modus geht. Und da ist es halt echt schwer, Poppy-Ult ohne Flash zu dodgen. Und mit Flash ist dann schon ein hartes Committen, weil wenn du die Poppy-Ult flashst in einem All-In und dann den Kill nicht mindestens kriegst, dann hat sich das Flash halt absolut nicht gelohnt meistens. Ja. Zack. Klassische Combo, Q, dann Dash und noch ein Q. Hat natürlich einen epischen Buff, Nerf erfahren, meine ich, der Galio. Hat super hohe Kosten. Mag es immer nicht, wenn Q, also wenn Spells Ulti-Kosten übersteigen. Das kostet 230. Ja. Na, mal schauen. I got you. Ich hab schon kassiert. Also, Sarah Khan wieder in der Lage, ihre Lanes ein Stück weit zu dominieren. Könnten vielleicht sogar mit der nächsten Wave den Turret kriegen. Ezreal Base, Braum Base, die swappen schon die Lane. Ja, die geben den Turret tatsächlich auf. Wissen da Bescheid. Dieser Swap ist schwierig zu beurteilen. Wie gesagt, 30 Farm mittlerweile. Also geht sogar weiter nach unten. White Knight. Also sie fangen jetzt noch die Wave, aber da ist ja nichts mehr übrig von der Wave. Das finde ich so komisch, dass sie das jetzt so geklärt haben. Aber die wollen wahrscheinlich das Momentum nicht verlieren. Ja, sie haben halt den Herald jetzt schon abgeholt. Das heißt, du swapst ja nach oben, damit der Gegner nicht vor Free Turret und Herald bekommt. Ah, da Combo Main, White Knight, aber der wird nicht genug Schaden haben. Also ich meine, der Schaden ist nett, aber Aftershock, man sieht es. Oh! Oh! Das war ein Long Range Auto Attack! Aber wurde schon vorher gecancelt, alles klar, ich nehme alles zurück. Beim Wonder! Poppy zerstört einfach alles. Das ist ja insaner Base Damage jetzt hier mit dem Barmis, den er hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Schön gemacht von ihm hier. Das hat glaube ich, auch Jankos massiv unterschätzt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben lange nicht mehr Poppy gesehen, ne? Das muss man auch dazu sagen. Was hat sie denn eigentlich für. Okay, sie hat Grasp und Sorcery dabei. Was meinst du, was hat sie bei Sorcery eingepackt? Wahrscheinlich. Also, Scorch vielleicht? Oder irgendwas Mana-Flow-mäßiges. Ja, Mana-Flow hat sie auf jeden Fall, habe ich gerade gesehen. Ich so, gut, Jankos war auch schon recht low. Und. Er wartet noch kurz, bis er erst einmal raus ist. Hat sich eigentlich gut geheilt mit dem Smite. Aber dann der doppelte Q-Damage ist halt schon echt hoch. Jetzt hier Jankos. Bisschen greedy, wollte unbedingt seinen Flash aufheben, aber White hat richtig schön mit einem Flash-Q in der Q-Animation. Dann kommt Cold nochmal dazu und Wanda muss hier den Flash auch nochmal ziehen. Also richtig schönes Powerplay hier von den Unicorns und G2 wirkt wieder so ein bisschen lethargisch. Also sie chillen wieder zu viel für meinen Geschmack. Sind hier jetzt in der 13. Minute bisher noch nirgendwo aktiv geworden. Mussten den Botlane-Turret schon abgeben, sind hier über 1000 Gold hinten. Wie gesagt, dieses Team verträgt Tilt gar nicht. Na, das ist so ein Faktor. LoL ist einfach 50% Psychologie und Jankos und anscheinend neuerdings auch Perks sind halt zwei Kandidaten, die nicht gerne von hinten spielen. Kann ich nachvollziehen. Geht mir genauso. Also ich habe glaube ich auch, wenn ich von hinten spiele, 10% Winrate. Wenn ich ahead bin, 80%. Ja, das ist hart. Unschön. Ich bin ja auch kein LCS-Spieler. Ich darf tilten. Ja, jeder darf tilten. Ja, LCS-Spieler nicht. Doch, halt. Ja, ich darf, Job aber es ist nicht gut. Ja, das stimmt. Du darfst von 40 Meter Klippen springen. Ist aber nicht ganz. Ist nicht gesund. Oh. Das ist auch nicht so gut. Ärgerlich. Gut. Hier und ein Spielverderber. Aber doch jetzt noch ein Q rein. Weiß halt trotzdem bitte, dass das halt in vielen Situationen die effektivste Nutzung einer SW Ultimate ist. Um jemanden vom Backport abzubrechen, war die hier super aggressiv alles unterwegs. Klar, Spalte ist da raus. Kann die Leute slowen. 2 TPs hier von den Unicorns. Jörnen kommt aber locker weg hier, oder? Zack. Oh Wanda wieder mit dem Anti-Poppy-Mode. Perks ist erneut ganz schön deep drinne. Der ist da wirklich reingeultet. Wir haben das vor uns aus Spaß gesagt. Ja, aber wirklich. Der macht ernst. Aber das war generell weird. Alles verbraucht. Also 2 TPs von Unicorns, da hätte man seinen G2 lange, lange Zeit gehabt, um rauszulaufen. Dann hat sich Vardit aber nochmal umgedreht. Und ist auch nochmal fast gestorben. Und gut, Perks scheint an seine Leistung von letzter Woche anzuknüpfen hier. Fragliche Ultimate. Währenddessen Vardit in die Mitte rotiert und da Wave Pressure zu holen. Hatte sein TP leider nicht zur Verfügung. Und Unicorns setzen sich hier weiter ab. Gute 1300 Gold ist man jetzt hier vorne. Und hier sehen wir das Ganze nochmal. Also der Engage. Ezreal erstmal Tilt. Da musste man sich natürlich rechnen. Ja, Frage. Ist klar. Einfach W rein.
So, und dann hier war die super aggressiv, hat den Knockup nach vorne gedodged. War eigentlich nicht verkehrt. So, und jetzt, wenn der jetzt einfach nach vorne umläuft, guck mal, der dreht jetzt nochmal um, macht nochmal ein Q, dreht nochmal um und lässt sich jetzt von der Poppy stunnen, muss seinen Flash dann zünden. Und Perks dahin denkt sich, Perks ist geflasht für den Braumstun und hat doch seine Combo schon raus. Das ist ein grober Fehler, das weiß er. Talia hat ein übelstes Schadenspotenzial, wenn sie permanent reinpoken kann mit dem Q. Das war ja vor allem 4 gegen 5. So, du hast 2 TPs for free gekriegt in dem 4 gegen 5. Das ist godlike. Da musst du einfach dann sagen, alles klar, reicht. Wir ziehen uns jetzt zurück. Harold wird jetzt in der Mitte gesetzt. Aber da wird wahrscheinlich Unicorns ganz gut gegen vorgehen können. Und vor allen Dingen ist es auch itemmäßig einfach eine Katastrophe. Weil der Double Dorans hat sich jetzt Mercs geholt, weil er keinen Bock auf CC hat. Das kann man mit dem Team auf jeden Fall nachvollziehen. Und dann ist halt die Maske dabei. Und die Maske ist nicht mehr die alte. Das ist kein übelst sicker Penetration Power Spike oder sowas. Das ist einfach ein kleines Poops-Item so. Da kannst du nicht so ein Play wagen. Meine Güte, was ist mit dem armen Jungen los? Echt schade. Na, schauen wir mal, ob er sich hier im Spiel nochmal etablieren kann. Lubov bekommt er hier. Farmtechnisch ist er ja auch weiterhin gleich auf. Und die tut ja hier nicht raus. Also 1500 Gold ist zwar unschön, auch der Erddrache tut ein bisschen weh, aber das passt halt alles. Auch Poppy hier mit 2 Kills am Start wird diese Kills wahrscheinlich nutzen, um eben gegen die Kamel nicht komplett unterzugehen, wie man hier sehen kann. Aber er wird ja damit jetzt auch nicht das Spiel übernehmen. Es macht halt G2 Sidelane nur etwas unangenehmer. Währenddessen suchen sie jetzt hier Toplane den nächsten potenziellen Engage. Jankos und Perks waren da unterwegs. Sieht jetzt hier den Pink Ward, möchte sich natürlich den Toplane-Turret dann ein Stück weit schnappen. Aktuell darf man ja auch nicht vergessen, Unicorns mit dem einzigen Turret im Spiel auf der Botlane. Der wurde nicht contested. Ja. Aber das möchte man ändern. XD jetzt hier auch schon in der Nähe, sucht immer nochmal nach Range für Ultimates. Weil es geht hier halt wirklich sehr, sehr viel einfach nur darum, gerade Vision zu kieren, Vision wieder aufzubauen. Ja, ist doch normal, weil das Problem ist, G2 braucht halt die Vision, weil sie ja natürlich anfälliger sind, hier engaged zu werden. Man merkte, dass Unicorns of Love mit dem Sekt mit der Poppy arbeitet. Wir haben ja noch nicht diese krassen Galio-Ultimates gesehen, die ja auch noch hinzukommen werden. Und G2 muss halt noch mehr Luft für Wanderer kaufen. Das haben wir schon früher bei diesen Fiora-Matchups auch gesehen. Poppy Fiora so. Jeder einzelne Kill treibt einfach den Tank und das ist das alte Meta-Golem-Bild. Du gehst Tabis, Iceborne, Sunfire und deinstallierst den Carry auf der anderen Seite. Also beide. So, irgendwann kommt Wanderer wieder zurück. Aber jetzt erst mit dem dritten Item. Have fun. Ja. Wir sehen was nochmal. Aktuell, wie close das ist. G2 steht 9-7? Ja, stimmt. Ja. Wie close das ist. Ich hab im Kopf gehabt, dass sie 10 hat, aber die haben ja echt nur 9. Also die sind ja wirklich sogar nur 3 Siege über den Unicorns. Rankommen die nicht mehr ganz, aber wenn die Unicorns heute Morgen gewinnen, G2 heute Morgen verlieren, sind die wirklich nur noch 1 Sieg auseinander. Also das ist halt wirklich close, was die Tabelle angeht, wenn man da mal Fnatic ein bisschen ausklammert, die hier wirklich gerade am Ende des Splits nochmal angezogen haben. Also da kann man sich morgen auf einiges an Entscheidungen freuen und dementsprechend für G2 hier eigentlich essentiell heute zu gewinnen, wenn sie in diesem Kampf um Platz 2 nochmal mithalten wollen. Andersrum aber für Unicorns natürlich genauso wichtig, hier heute zu performen, wenn sie noch Richtung Playoffs überhaupt denken wollen. Wollen sie das gewinnen, dann haben sie sogar gar nicht mal so schlechte Chancen. Haben ja auch wirklich einen richtig strikten Ablauf gehabt, jetzt mit Fnatic letzte Woche, diese Woche G2. Ich glaube, morgen müssen sie gegen Splice sogar nochmal ran. Also das ist nicht einfach für sie, aber sie kämpfen hart und auch in diesem Spiel sind sie hier mit 1500 Gold vorne gut dabei. Nächster Drache ist bald ab, in einer Minute haben wir den Baron. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr ruhiges Spiel. 3 Kills nach 19 Minuten ist lustigerweise heute eines der killlosesten Spiele, obwohl man vielleicht an einem anderen Tag gesagt hätte, Mensch, 3 Kills vor der 20. Aber G2 hat jetzt echt keine gute Woche gehabt. Also man muss ja halt immer noch daran denken, das ist halt Unicorns of Love. G2 muss die deklassieren eigentlich. Das passiert nicht. Nee, also dafür ist G2 halt wirklich einfach aktuell nicht gut genug. Muss man leider so sagen. Und es ist ja auch in Ordnung, dass das Game in so einer Geschwindigkeit geführt wird. Ich finde, Unicorns of Love ist jetzt hier nicht mit einem Team aufgestellt, was hart zurückfällt. Also es kommt auf die Leistung von Zymax an, das ist klar. So, und natürlich ist die Sidelane hier immer noch von White Knight regiert, weil er einfach so viele Kills bekommen hat. Also das ist ja wirklich not even close. Das, obwohl die Kamel hier sich halt hier massiv in den CS absetzen konnte und halt eigentlich das Matchup schon dominieren sollte später dann. Aber aktuell merkt man davon noch nicht so viel. Das Deckel auch brutal Armor, weil er weiß, die Talia wird mir eh nicht wehtun. Ja. Jetzt geht's nochmal Richtung Erddrache, wäre der zweite für die Unicorns.
Und G2, man sieht es auf der Minimap, versuchen sich gerade Topside-Vorteil zu erarbeiten. Da müssen sie sofort. Talia Ult wurde gerade geused, um den Turret zu bekommen, aber den scheint man hier gar nicht einreißen zu können. Also auch da wieder. Hier hätte man sogar auf Unicorns Seite mutig. Oh, das sind sie sogar. Sehr gut. Die müssen hier mutiger sein. Zack, da ist die Eröffnung. Der Schaden gegen Braun war schon ordentlich. Man muss ja daran denken. TPs stehen zur Verfügung. Galio steht zur Verfügung. Das kann Unicorns of Love. Ich hätte gedacht, dass sie das früher machen, damit der Turret nicht so viel AP verliert. Ja. Ja, bitte, aber die Panik bei G2 ist riesig. Absolut. Und zu Recht. Ja. Also, den Turret da einfach so auf ihn wäre ein bisschen fahrlässig gewesen. Man muss hier wirklich um jedes Objective kämpfen. Was man auch gerade gesehen hat, was ein bisschen ärgerlich ist, Braum-Schild blockt nicht nur den Damage von Xayah's Autotext, sondern lässt quasi die Federn auch vor ihm runterfallen. Das heißt, du kannst, selbst wenn du da 4-5 Autotext durchbekommst und noch ein Q hinterher schmeißt, kannst du diesen Braum einfach, bevor das Schild ausläuft, nicht snaren. Dementsprechend hat es auch Vardy so ein bisschen das Leben gerettet. Und zieht sich jetzt hier zurück. Ich denke, der Toplane-Turm wird wahrscheinlich früher oder später trotzdem fallen. Eventuell sogar schon jetzt mit diesem Push. Man sieht ja, Jankos ist immer noch oben unterwegs. Und gerade ohne Rakan Ultimate kannst du dich ja ein bisschen schwieriger wehren. Aber ja, G2 immer noch nicht in der Lage gewesen, hier irgendein wirklich proaktives Play zu machen. Sie haben kein Drake, kein Kill, kein Turret nach 21 Minuten. Sind goldtechnisch aber trotzdem noch sehr, sehr nah dran. Also man darf das jetzt hier nicht überschätzen. Und da fällt der erste Turm auch. Sind jetzt goldtechnisch gleich auf wieder. Und ja, aber moralisch auf jeden Fall. Nee, moralisch gar nicht. Deutlich also weiterhin. Denke ich auch. Man hat jetzt mit Muramana Trinity einen sehr, sehr starken Powerspec auf Ezreal. Aber wenn ich jetzt überlege, so scaling-technisch fällt es mir hier sogar schwer zu sagen, wer besser dabei ist am Ende. Man hat im Endeffekt bei Unicorns Triple Tank und bei G2 in der Theorie den Winning Split Push. Wie das aber in der Praxis aussieht, haben wir ja bisher gesehen. Aber ich habe keine Ahnung, ob sich das jetzt mit 4 Items, 5 Items nochmal massiv ändern wird. Wander geht auf, nicht auf die Revenus Hydra, was mich ein bisschen traurig macht. Also, die hättest, damit hättest du bessere Karten, wenn ich ehrlich bin. Das wäre dann quasi das Split-Push-Bild an sich. Jetzt geht er hier noch so eine Mischung, wo ein Teamfight jetzt mit der Titanic wenigstens noch HP hat. Vielleicht wird es aber auch ein Sterax, kann natürlich auch sein. Das steht ebenfalls zur Verfügung. Jetzt will man sich auf Galio stürzen. Das ist aber viel zu tanky. Schöner Disengage von Rakan. Keiner kümmert sich um Xayah. Die böllert da einfach ihre Federn durch. Der Supporter ist down. Kamille natürlich auf der anderen Seite. Konnte ihn abhalten und mach's gut. Ab zum Nexus. Richtig schöner Engage da wieder von Totoro mit der Flash Ult an der Stelle. Diesmal hatte Vardy nicht die Zeit, um das Schild hochzuknallen, bevor Xayah ihn rechts kriegt. Deswegen ist er auch Perk schon wieder getroffen. Bitter. Aber stark auch von Cole, der trifft hier jeden Spell. Wird jetzt hier Richtung Baron gehen, man hat eine 2-Mann-Überzahl. Camille auf der Botlane wird man seitens Poppy wahrscheinlich dann auch versuchen abzuhalten. Man hat den TP-Vorteil seitens G2. Ist ein Stück weit risky jetzt hier den Baron zu forcen. Camille geht auch in die Base, weil sie natürlich weiß, okay, ich habe keine Lust von der Poppy interrupted zu werden. Und man entscheidet sich hier auch gegen den Nash. Also obwohl Unicorns hier eigentlich das Game komplett in der Hand hat, ja, obwohl die wirklich komplett dominieren, sind sie trotzdem nicht mal 1000 Gold vor nach 23 Minuten. Das ist halt wirklich, wirklich bitter. Weil Fights gewinnen bringt nicht so viel, wenn du dadurch eben nicht das Spiel gewinnst und auch nicht mal den Goldvorteil bekommst. Aber dieser Vorteil liegt halt hauptsächlich auf Wander. Also er hat einfach mit dem diesen CS-Vorteil. Ich glaube nicht mal, dass das so krass ist. Die 2 Kills, die sollten das relativ gut negieren können, oder? Nee. 50 CS sind keine 2 Kills. Ja, natürlich nicht ganz, aber ja, naja. Die 50 CS machen da wahrscheinlich schon den Unterschied. Es kommt dann noch so First Blood Bonus dazu. Nein, das Turret-Bonus. Aber Turret hat ja Xayah bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Trotzdem, ist halt für Unicorns ein bisschen bitter, dass sie eben das ganze Spiel kontrollieren, aber sich eben nicht wirklich absetzen können hier. Das heißt, vielleicht muss man dann langsam einfach mal den Knaller zünden, Richtung Baron gehen. Man hat 2 Erddrachen mit einer Xayah, die bei 2 Items hat, oder hat, glaube ich, sogar schon 2 Items. Ist natürlich recht schnell weg, das Ding. Oh. Das tauscht man hier ein bisschen. Gute Exilé. Da auch nochmal reingedrückt. Toplane wird es in Ruhe gelassen von G2. Sie merken, hey, Leute, da in der Mitte los. Die kannst hier wieder mit den besseren Rotationen. Oh, sie wollen flanken. Zack, Perks trennt das. Aber du trennst halt Galio. Das ist halt vollkommen egal. Er pinkt ein bisschen um Hilfe. Aber merkt auch, dass der Wander keine Chance hat. Instant rausgeflasht. Das war ein konsequenter Engage. Ja, ich brüte und dann flash sofort raus. Jetzt geht's wieder hier Richtung. Oh, Park. Stark von Totoro an der Stelle. Wieder 2 Gott. Leute gecharmt in die Galio-Ult. Das war sick. Unicorns of Skill. Wahnsinn. Also der Teamfight war einfach nur beautiful anzuschauen. Rakan-Knockup, into Galio-Knockup, into Zac-Knockup.
und einfach die Xayah-Federn dahinterher. Schönes Ding. Damit sollte dieser Baron secured sein. Jacobs lebt zwar noch, wird aber nicht mehr rechtzeitig ankommen und von XD hier wahrscheinlich auch nochmal weggezoned werden. Whiteman bleibt auch nochmal zur Stelle. Mir fällt das Ding. Jetzt hat Unicorns mal einen nennenswerten Goldvorteil. Gute 3000 sind sie vorne und werden mit diesem Baron wahrscheinlich noch ein paar Turrets mehr einreißen können. Wahnsinn. Also Psyche sind ja auf jeden Fall auch einen Kilometer vorne. Aber hier sehen wir es mal. Also White Knight kann aber reingehen. Dem ist halt alles egal. Warte, ich kann halt nicht wegspringen. So, ja. Er gerade wegspringen. Der wurde abgebrochen, aber hier müssen wir Totoro feiern. Super stark, die kommen hier. Knock-up. Oh, das ist halt. Ich meine, das noch ein Knock-up, noch ein Knock-up, noch. Es waren, glaube ich, 5 Knock-ups am Ende des Tages. Könnte ich einfach nicht bewegen. Vor allem, weil es auch wirklich gut gestartet war. Also, ich meine, Cold muss nochmal eine halbe Sekunde Zeit rausholen, bis halt wirklich der gute Exile da reinlandet und natürlich deutlich mehr Schaden macht, weil es das Zentrum ist. Und das ist geil, hat den meisten Damage gemacht. GG. Das ist ein Tank. Ja. Ich weiß gar nicht, baut er gerade Full Tank? Er baut Rod. Okay, Rod Ludens. Das ist definitiv kein Problem. Ja, aber er drückt W und GG. Ja, das stimmt. So, das ist halt das Problem. Ich meine, Wanda hat vor ihm panisch weggeflasht. Also jetzt hat Unicorns das Spiel wirklich komplett unter Kontrolle. Ich meine, das war ja schon eigentlich super eindeutig in den Teamfights, als sie goldtechnisch ihm waren. Jetzt fällt der Bot den Turm nochmal und G2, ich kann mich nur wiederholen, wirken in dem Spiel wirklich komplett aktionslos. Sie machen nichts in dem Spiel. Ich weiß nicht, was sie sich mit dieser Comp gedacht haben, wenn sie überhaupt wollen die Sidelane gewinnen. Das ja, ist aber ich weiß nicht. Also wollen Wanda voranbringen und dass er die Poppy auseinander nimmt. Und er ist jetzt bald bei seinem dritten Item. So, und dann beginnt halt so der Moment, wo er die Trades aktiv gewinnt. So, Sterax ist insane strong. Der hat einen sehr, sehr hohen AD-Wert, macht unglaublich viel Trinity Damage. Aber ich glaube halt nicht, dass Wanda sich auf der Sidelane so hart durchsetzen kann, dass man das wirklich als Winning Condition betiteln kann. Weil abseits davon rennt ja Unicorns wirklich über jeden einzelnen von G2, vor allem natürlich über Perks, komplett drüber. Also die Comp, finde ich, von G2, die sah jetzt nicht verkehrt aus, aber man sieht aktuell keinerlei Ansätze, mit dieser Comp irgendwie zu arbeiten. Während Unicorns hier mit ihren Picks wirklich das Maximale rausholt. Also das, was die hier gedraftet haben und wie sie das umsetzen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist witzig, was haben sie gedraftet? Einfach nur Tanks. Ja. So, Tanks, ja. Engage und die beste Botlane. So. Das stimmt. Have fun. Es ist einfach... es ist auch schön zu beobachten. Unicorns of Love, einfach ein Katastrophenteam, ne? Wenn jetzt, sag ich mal, Mitte der Saison wäre, dann wäre das super interessant. Aber sie sind zu spät aufgewacht. Leider. Also die zweite Hälfte des Splits lief ja wunderbar für sie. Also ich meine, sie haben jetzt, glaube ich, von den letzten, wenn sie das gewinnen, haben sie, wenn mich nicht alles täuscht, von den letzten 10 Spielen so 7 gewonnen ungefähr. Das ist halt insane gut. Ja. Das ist Fnatic-Level. Also das heißt, wenn sie wirklich von Anfang an das Split so performt hätten, dann wären die hier ein Kandidat für Top 3. Die Frage, Exile, der hält da nicht lange durch. Eieiei, also jetzt mal endlich ein Lebenszeichen von G2. Ja. Kreieren hier einen Catch auf dem Exile, auf dem Galio, der eigentlich relativ tanky ist. Und damit kann man vor allem auch die letzten Sekunden dieses Baron-Buffs ganz gut negieren. Aber der hat trotzdem den Schaden angerichtet. Ja, 4k Gold ist man hinten. 3 freaking Mountain Drakes auf der Seite von Unicorns. Das heißt, die nächsten Barons, die schmelzen halt auch dahin. No. Hier sind natürlich ärgerlich. Also, wenn jeder andere, der jetzt gecatcht worden wäre, hätte das quasi zu einem Free-Teamfight geführt für Unicorns. Baron Powerplay also nicht überragend. Klar, ein paar Turrets sind trotzdem gefallen, das ist nicht schlecht. Den Top-Turm wollte man es wahrscheinlich so als Sahnehäubchen noch haben. Aber der Dream ist natürlich, dass Exile nicht derjenige ist, der erwischt wird, weil er mit der Ult reinknallt. Und er kann quasi jeden Ult und jedes Undying. Eine Poppy mit Galio-Ult. Das ist doch so unfair. Einfach legit unfair. So, hier sehen wir das jetzt wahrscheinlich mal, wie das passiert ist. Das Team ist in relativer Nähe und springt auch dazu, aber Cold hat jetzt kein E, kann also nicht aktiv helfen. Okay, das war aber nicht gut koordiniert. Also Totoros W war raus, Colds Jump war raus, alle Spells, die wichtig wären für so eine Situation, waren raus. Ja, und die Talia Wall hat dann auch das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht. Also, wäre das ganze Team da gewesen, wäre die Idee nicht schlecht. So war es leider ein Fail-Flash, der G2 nochmal ein bisschen Zeit verschafft hat. Ja. Aber mit 3 Mountain Drakes. Ja, nochmal, das Zitat habe ich gerade ganz witzig von Namen. Ja, aber ganz passend. Ja. Unicorns und Rocket werden die Playoffs, kann man da gerade geschrieben, weil sie diejenigen sind, die am meisten Stärke zeigen, wenn sie wirklich den schwierigsten Situationen entgegengestellt sind. Und das kann man aktuell bestätigen. Also andere Teams hätten sich jetzt hier vielleicht von diesem Matchup eingeschüchtert gefühlt, nicht Unicorns. Die sagen sich, wer ist G2? Ja, wir wollen hier einfach nur gewinnen. Und aktuell muss man hier wirklich sagen, sieht gut aus, sieht gut aus.
Nächster Baron, 2-3 Minuten. Den wird man halt absolut eliminieren mit 3 Mountain Drakes. Man hat jetzt auch Infernal, Infinity Edge ready bei Xayah. Noch nicht wirklich Rüstung im Team von G2. Wir haben hier und da mal Ninja Tabis, die erste Stoffrüstung bei Jankos. Aber der wird halt da durchschreddern, in der CC-Chain 5-6 Autoticks durchkriegen und einfach nur alles wegknallen. Will den Sidelaner haben. The Chase is on. Oder? Oder? Aber man weiß noch nicht ganz. Jankos ist da. Will sich auch nicht veralbern lassen. Ja, der Weg ist halt so lang. Zack, da kommt Captain Cold. Stark gemacht aber von Wanda. Ja. Und auch Perks leistet hier seinen Beitrag mit der Aber Wall. Zwei Ultimates jetzt raus. Mal schauen, ob man sich da irgendeinem Turm nähern kann. Man hat allerdings Botlane mit den T2-Turm schon eingerissen. Toplane die Wave gerade von Hjörnen nach vorne kontrolliert. Also man wird mit diesen Cooldowns wahrscheinlich nicht so viel anfangen können. Bis der Baron wieder da ist, sollten die Ultimates alle wieder zur Verfügung stehen. Ja. Also das konnte man ganz gut entschärfen, diese Institute. Aber Totoro wollte auch nicht so hart kommen. Er hätte ja instant Sage Ult cleansen und engagen können. Aber ich denke, für einen Teamfight, für ein 5 gegen 5 ist das Cleanse dann doch nochmal eine Ecke wichtiger. Gerade gegen Sejuani wirklich effektiv. Rabadons bei Exile jetzt auch am Start. Also auch der darf schadenstechnisch nicht unterschätzt werden. Also es ist immer so ein bisschen irritierend, wenn du so ein Galio mit 12 Millionen Leben auf dich zulaufen siehst. Erwartest du echt nicht, dass der dich one-shottet? Nee, er hat einen Hut auf. Na, man sollte ja die Goblins immer noch so gestalten, dass der Skin sich quasi ändert, so je nachdem, was für Items er hätte. Würde ich komplett feiern. Ja, das ist so ein Tank, hat immer mehr Rüstung oder so. Du siehst auf einmal so ein Esfir mit einem Hut. Ja. Also eine Kate. Oder so ein Kha'Zix. Alistair. Surprise. Ebims von AP. Ja. Weiger wird das wahrscheinlich richtig cool aussehen. Ne? Stopp, da würde man wahrscheinlich gar keinen Unterschied merken. Hat der nicht schon einen Hut auf? Ja, deswegen. Ah. Der muss sich das nicht einfach nur die Farbe ändern. Ja, bei ihm ändert sich dann die Hutfarbe, je nachdem, wie viel AP er hat. Der wird immer rötlicher. Wenn er über 1000 hat, ist es so diese Void-Animation, wie bei Kassadins Schwert, die sich so mitbewegt. Ja. Oder ist wie so ein schwarzes Loch. Minions ziehen sich so an ihn an und so. Krümmt Raum und Zeit. So, na gut. Totoro darf jetzt hier ein Ward clearen. Hat natürlich Jump-Möglichkeiten. Das ist ein interessanter Split-Push. Man geht hier zu zweit vor. Aber damit gibt man den Nash ab. Man weiß aber Bescheid. Also man sagt, Jankos, du stealst den jetzt. Ist das okay für dich? Weil Perks ist da irgendwie mit da unten. Das heißt, sie sind hier im 3 gegen 5. Starker Taunt. Die Combo. Boom. Ah, sitzt nicht kannt. Der Sek hat ihn zu weit weggeschleudert. Nicht optimal. Na, das war wirklich nicht gut. Und Botlane wird ja weiter gepusht. Perks kann jetzt da unten mit diven, wer die Karte ein bisschen beobachtet. TP von Galio ist da. Ja, White Knight lebt aber eiskalt immer noch. Perks mit der Aggro. Zack, kann nochmal rauskommen. Na, White Knight, du hast keine MR. Das reicht nicht aus hier, um das zu überstehen. Schönes Zack, da gibt es den ersten Kill. Oh, und der nächste, wird hier ebenfalls folgen. Der Autotech kommt durch. Und die machen sogar selber den Baron. Unicorns auf Block. Werden hier einfach nur an der Nase rumgeführt. Also, wenn sie den Baron stoppen können, dann ist es nicht mal so katastrophal. Weil sollte G2 den hier tatsächlich bekommen, dann könnte das Comeback sein. Cold ist zur Stelle. Kamel aber in der Backline. Aber Cold hat kein Smite. Er hat Blue Smite verwendet. Ja, das RIP. Der muss das mit dem E klauen, kannst du vergessen, man verliert jetzt hier eventuell den nächsten. Nein, er kommt nicht ran. Oh Gott, ist das bitter. Das ist für Unicorns eine Katastrophe. Ich meine, dass Perks da unten war und wirklich gesagt hat, hey Leute, wir holen unten einen Kill und wir kriegen da meinetwegen Inhib oder sowas. Ihr kommt zu dritt am Baron zurecht und Coles hat hier wirklich mit seiner Ult ein bisschen versaut. Er hätte quasi gar nichts drücken müssen. Ja, also das war halt eigentlich mindestens ein safer Kill. Wenn der Ezreal da genockt wird, dann überlebt er das auf gar keinen Fall. Der zweite, der Braun, wäre wahrscheinlich auch nochmal gestorben. Der Baron safe und dann hätte man Botlane auch was abgeben können. Und hier sieht man es nochmal. Weiter hat das sogar ganz gut tanken können. Also er hat lange Zeit überlebt. Da kommt die Talia-Ult raus. Poppy-Ult wurde von der Camille-Ult richtig schön gedodged. Also das war hier alleine schon mal ein bisschen entscheidend. Flash dann weg. Ja, wenn dann kommt XP, aber hier dann wieder. Ich weiß nicht, ob die hier nicht einen Tacken zu splittet sind. Also ich meine, schau dir mal den Schaden an, den Wanda kassiert. Wenn White Knight da seine Combo reinknallt, stirbt er doch. Aber trotzdem Wanda mit einem unglaublich schönen Flash-Kill dann. Und hier wird Poppy dann auch einfach nur im Drive-By getötet. Flash von Samox dran reicht nicht aus. Cleanse. Oh, close. Für die Slow-Entfernung. Bittere Sache. Und damit ist G2 zurück im Spiel. 4 Items jetzt bei Hjörnen. Und Samox geht auf Skimitar? Das gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Weil er hat dann jetzt weder 100% Crit, noch Penetration und so langsam kriegen die hier Armor. Oh, okay, versucht das Code nochmal. Unicorns of Love, denke ich, jetzt ein bisschen eingeschüchtert. Und für G2, wie gesagt, die Moral hat sich deutlich gehoben an dieser Stelle. Ja. Das ist alles Kopfsache, Leute.
Wenn der nicht mitmacht, kannst du es vergessen. Wie gesagt, Unicorns mit 3 Moundrakes, die müssten ja alle zerböllern. Und jetzt kriegst du halt ein Problem gegen Wanda. Er outscaled Poppy brutal. Ja, viele Leute glauben es nicht, aber es ist halt so. Sie kann halt nur Zeit rausholen, indem sie mehr und mehr Items bekommt und halt ihre Tanky das noch ausspielt. Aber du verlierst gerade gegen der. Guck dir das an. Das ist halt ein 1000er True Damage Kick und das überlebt Poppy 4-mal. Und währenddessen hat Wanda 600 Leben geheilt wegen der Hydra. Schwierig. Hat auch jetzt auch die Revenants geswappt, finde ich sehr gut. Ja, er hat halt zuerst wirklich Sterax gebaut. Hätte man nicht getan, wenn es besser lief. Er hat den Tiamat quasi einfach drin gelassen. Also ich finde Sterax super, aber die Reihenfolge ist halt wirklich, weil er hinten war. Und jetzt hat er halt einfach 100 freaking 50 Farm mehr. 4 Items, 5. kommt bald. 5. Item kann Rabadon sein, spielt keine Rolle. So. Weil er macht ihn jetzt schon kaputt. Ja, Unicorns hatten auf jeden Fall hier die Phase, in der sie das Spiel hätten zumachen können, spätestens an diesem Baron, aber sind dann doch nochmal ein bisschen am Banken, wenn es darum geht, das Spiel zu closen. G2 jetzt hier mit einem 2k Gold, die sind immer noch nicht der besten Position, aber in der guten Position, um hier durchaus das Spiel für sich zu entscheiden. Man hat eben diesen Splitpush, Wanda da 1 gegen 1 in der Theorie überlegen, muss aber natürlich trotzdem aufpassen. Also die Gefahr, dass entweder ein Galio dazukommt, ist immer noch da oder irgendjemand anderes vom Team der Unicorns. Aber sie haben jetzt, denke ich, goldtechnisch auf jeden Fall, itemtechnisch auch die Mittel, um so einen Teamfight zu gewinnen. Ja, Ezreal mit fast Fullbild. Sei jetzt Skimitar zwar ready, aber... Das Ding ist, die müssen kein Teamfight gewinnen. Aber glaubst du wirklich, dass die Kamel die Sidelane so hart zerbüllert? Ja. Also ich glaube nicht, dass die Poppy unterm Turm es nicht schafft, die Minions zu clearen. Das glaube ich nicht. Das Ding bei Kamel ist ja, die geht zu einem Minion, macht Q, wartet 2 Sekunden, geht zum Turret und haut den über 1000 Damage weg. Ja, das stimmt. Einfach so. Ja, das stimmt. Aber Ryder muss halt versuchen, die Minion Wave vorm Turret anzunehmen und wegzuknallen. Das Ding ist halt, wenn er das schafft, er kann ja quasi nach jeder Wave einmal Base gehen. Das heißt, er muss nicht Base gehen. Er muss nur 5 Sekunden woanders sich hinstellen. Er hat ja Warmox. Ja, das ist ja das Gute. Also funktioniert das, denke ich schon. Also Wanda müsste quasi, jedes Mal, wenn Ryder die Wave vorm Turret annimmt, müsste er ihn all-innen können. Und ich glaube nicht, dass das reicht aktuell, was er da... hat. Also er hat natürlich trotzdem in einem All-In immer die Nase vorn, aber White Knight wird ja nicht so dumm sein und ein All-In forcieren. Er will ja wirklich nur die Minions klären. Und da geht sogar hier die QSS, also wirklich das Items- oder Slot-effizienteste Bild. Skimitar kostet halt 1 Milliarde. Ja, ungefähr. Und hilft halt gegen den E auf jeden Fall. Was richtig bitter für Unicorns ist, sie haben, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt gerade erst den Ocean Drake abgeholt. Das heißt, der Elder Drake wird extrem spät spawnen. Spawnt hier erst so Minute 42, 43. Und sie haben natürlich 4 Drachen. Oh. 3 davon sind Erddrachen. Das war aber jetzt so, boah. Also, ein forcierterer Play habe ich lange nicht mehr gesehen. Auch Flash raus. Flash raus, kann man nichts gegen sagen. No. Perks ist ein bisschen konsequenter geworden, finde ich gut. Gott sei Dank. No. Das ist ja wirklich nicht der Schaden, der dich umbringt. Am Anfang ist es die CC. Oh, und dann kommt das Galio Q. Und natzt dich. So, aber Wanda, auf ihm liegt der Fokus. G2 will nur für Wanda Zeit. Er will halt versuchen, Poppy dazu zu bringen, so eine Wave anzunehmen. Und dann hat er halt eine lange Lane zum Chasen. Diesen Fehler. Nee, doch, er wird sie jetzt sehen. Und jetzt muss er überlegen. Bleibt er noch in dem Busch damit, und lockt sie an? Oder geht er direkt das Potenzial, den Fight ein? Weil dazu sieht er zu wenig. Er sieht ein bisschen was beim Red Buff. Aber hier oben sieht er jetzt auch 3 Leute, das wäre auch noch dead. Es gibt die Mut, aber er sieht. Genau. Also, er sieht den ADC nicht. Er will quasi das Play von eben wiederholen. In einer Minute allerdings der Baron erst da. Das heißt, ein Galio, der hätte durchaus die Zeit, um zu rotieren. Hat aber noch kein Ultimate ready. Perks wartet nur. Perks wartet, bis Wanda fightet. Und dann kommt er dazu für den Finishing Blow. Aber Samox killt halt Wanda. Das muss man dazu sagen. Wenn Samox dazu kommt, der braucht halt 3, 4... Der hat ein bisschen Armor sich jetzt gegönnt. Sonst ist das alles HP. Und die wird gerackt bei so einem Xayah-Bild. Ja. Seit etwas weniger, als wenn er jetzt hier 100% Crit-Push-Penetration bauen würde. Ja, aber der AD wäre... Aber ja, der Damage ist trotzdem sehr, sehr hoch. Da sehen wir es ja, 950er Crits an Minions. Und Perks, der bleibt ruhig. Das ist Déjà-vu, die machen genau das gleiche nochmal. Gameplay vom Feinsten, was wir hier sehen bei Perks. Mechanisch auf ganz hohem Niveau. Ja, es ist eine Trap. Und das ist von Wanda aber schlecht.
Wanda muss jetzt insane gut. Oh, jetzt kommt sofort der Ping raus. Hätte ich Talia wohl gerade geused. Ja, na, weil er die Leute irgendwie abschneiden wollte oder sowas. Also warum er sie genutzt hat, weiß ich nicht. Aber bereits vor dem Nutzen wusste man, dass er da ist. Er hat einen Minion eingesperrt. Ja. Er hat keine gute Woche so. Oder die Woche ist bei ihm noch nicht vorbei. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das Ding ist, Wanda muss fighten. Wenn er so Schauspieler in sich zurückfallen lässt, ist natürlich klar, dass White Knight das liest. So, jetzt haben wir es hier. Das war mal ein Kick. Zack, jetzt geht's hier weiter. Der kann sich mit 1000 Leuten anlegen, weil er die kaputt tritt. Exile, du bist tot. Du wirst jetzt getreten. Zack und... Oh, stark! Starke Rettungsaktion in der Map von White Knight. Das war wichtig. Frage ist, wer gewinnt dieses 3 gegen 3? Aktuell sieht es ja noch aus, ob G2 das gibt, aber wie das denn? Bin ich mir nicht sicher. Der Braum kann ja auf jeden Fall solche Sachen rumdrehen aufgrund des Schildes. Oh, die fangen jetzt den Nash instant an. Ah, die haben Mount Drake, guck dir das an. G2 rechnet eiskalt nicht damit. Doch, jetzt kommt der Ping raus, ist zu spät. Ey, ist zu spät. Mount Drake macht das Ding tot. Oh, bitter. Gut. Sie gewinnen den Fight, eindeutig, ziehen sich dann zurück und verpeilen, dass die Gegner 3 Erddrachen und eine fast Full-Item-Build Xayah haben. Das ist wirklich wieder fahrlässig von G2. Und jetzt müssen sie 3,5 Minuten gegen eine fast Full-Item-Build Xayah mit 3 Erddrachen ihre Türme verteidigen. Ja. Und da bringt ja auch der Split-Push nichts. Weil du kannst ja Wanda nicht auf der Sidelane haben, während Unicorns seine Base einreißt. Ja, Most Damage stört, Poppy. Ja, das, was mich hier ein bisschen stört, was auch das Split-Pushen jetzt mit dem Baron Buff einfacher machen würde, ist, dass wir bei White Knight immer noch keine Bramble West sehen. Und er geht jetzt eine Chain West. Chain West wird mündet nicht in einem Thorn-Mail. Was wird denn das Last Item? Vielleicht Deadmans? Also er kann halt noch First auch hier Gargoyles bauen oder sowas. Ja. Aber das ist halt nicht clever, weil die hat die gewinnt gegen dich, weil sie 20% Lifesteal hat. Mhm. Und das Item ist nicht mal bad, das hängt ja auch Attack Speed. Warum geht der nicht Bramble West? Also ich wäre Bramble West First gegangen. Das wäre ja auch gegen Ezreal nicht verkehrt, der auch Double Lifesteal hat. Aber naja, wird sich dabei schon irgendwas gedacht haben. Jetzt kommt die Talia Ult hier, um die Minions mal wegzuzonen. Das heißt, man kann diese Wave auf jeden Fall nochmal clearen. Souverän. Camille jetzt hier irgendwo unterwegs, sagt mal kurz Hallo zu den Turrets, die stehen nämlich alle noch. Das ist einfach Tier 1, der rennt einfach Tier 1 drum. So, und jetzt pass mal auf, wie viel er sich heilt. Schade, ist aber nicht. Der ist wieder full. Sagen wir es mal so, der Engage klingt mal ein bisschen an dem Q, sitzt aber. Reicht es aus, das Team ist on the way und wie gesagt, Wanda ist auch... Neben hier. Und das, have fun, so, das ist Late Game Camille. Oh. Die tritt dir deinen Schädel ab. Und du hast der Erddrache, der Elder Drake in 15 Sekunden. Oha. Warte mal, jetzt ist hier Jenko so ein bisschen im Fokus. Auch er Fitchuani, der hält einiges aus. Galio kommt hier nochmal runter, trifft aber niemanden, denn Perks entführt, aber die Kombos sind schon raus. Das heißt, er ist nicht bedroht. Samox ist halb tot, der traut sich da nicht in den Fight. Und Wanda, du solltest das eigentlich auch nicht tun. Er probiert es trotzdem, wird aber nicht bestraft. Der ist so fast. Perks hier mit dem konstanten Schaden über die Qs. G2 spielt die Teamfights deutlich besser. Ja, das war ein katastrophaler Teamfight von Unicorns. Im Endeffekt haben sie 2 Damage-Quellen. Sie haben einmal den Galio, sie haben aber vor allem die Xayah. Die Xayah muss diese Teamfights übernehmen und die hatte hier überhaupt keine Uptime. Ist am Anfang des Fights einmal halbiert worden, war dann auf der anderen Seite der Wall und hat einfach keine Auto-Attacks mehr durchbekommen. Und da muss man seitens Unicorns einfach mehr zusammenbleiben und nicht einfach nur irgendein Ziel, was gerade attraktiv ist, wegchasen. Wir haben es gesehen. Cold hat auf Perks raufgeflasht, konnte ihn auch ulten, aber da kam kein Schaden hinterher. Das heißt, er hat quasi im Endeffekt Ult und Flash gewastet. Ah, bittere Sache. Jetzt Elder Drake für G2. Sie haben natürlich keinen Drachen, aber ein bisschen mehr Damage ist es. Und sie denyen Unicorns den Elder Drake. Plus der Baron Buff läuft jetzt. Baron ist ein negatives Powerplay. So. Der ist richtig useless gewesen. 2 Türme werden sie jetzt hier kriegen und auf einmal ist G2 8000 Gold vorne. Das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so relevant. Wobei, Full Item Build ist hier nur Xayah und Ezreal bisher. Midlane wird jetzt hier sogar angegangen. Der fällt. Ja, White Knight ist natürlich hier zwar fast unsterblich, aber man sieht es schon am Turm. Der hält gar nichts aus. Wird er einfach nur komplett kaputt gemacht. Und du hast natürlich einen Elder Drake ohne Drake. So, das ist halt schon sad. So, da kommt halt kein Schaden bei rüber. Aber ist halt egal. Hier ist G2 nach 40 Minuten aufgewacht. Jetzt sehen wir es nochmal. Totoro ist engaged erstmal nicht super. Er kriegt keinen Carry rein. Jetzt schaut mal auf Samox. Er wird jetzt hier von Braum engaged. Oh, das war wunderschön. Von Camille angeflasht. Und jetzt guck mal, wie weit. Der ist mir zu weit hinten für meinen Geschmack. So, guck mal, der hat 0 Autotext gemacht im Fight. 0. Nicht einen einzigen hat er bisher gemacht. 0. Außer nicht auf Perks, weil Perks wird nicht 0. 1. 1.
Ja, er hat aber einen es, einzigen ja, Autoticket. Aber auch schwer für ihn. Also er könnte, wenn dann höchstens zu Perks gehen, aber irgendjemand muss sich vor Perks stellen. Der Schaden von Talia ist geboostet, weil der wird abgefangen. Also da schau, 1700 Damage als Fullbild Xayah in so einem Teamfight, da gewinnst du kein Spiel. Ich meine, Galio hat seinen Job gemacht, aber im Endeffekt hätte Zac vielleicht nicht so hart auf die Talia chasen, sondern eher seinen eigenen Carry protecten sollen. Der Gage von Wonder war klasse. Ja, mit einer Flash, mit Flash-Q, halbes Leben abgezogen und die Ultimate geforst. Wunderbar. Aber das hat Unicorns alles andere als sauber gespielt. Das hatte ich auch schon am Anfang angesprochen. Wenn du gegen G2 gewinnen willst, ist es aktuell sehr machbar, aber dann nicht in solchen Teamfights. Weil Teamfights, da ist G2 eigentlich immer noch stark, auch wenn sich halt Perks manchmal ein bisschen was erlaubt. Aber das ist halt eigentlich wirklich immer noch eine der Stärken, die G2 hier hat. Und jetzt geht's halt absolut ins Late Game. Full Item ist bald bei allen erreicht. Gerade bei den Tanks von Unicorns ist da noch ein bisschen Spielraum. Zac fehlt noch ein ganzes Item. Keine Bramble West haben. Keiner hat hier etwas gegen Lifesteal. So ungünstig. Zack, Toplane wird natürlich reingepusht. Wonder wird den Turm einmal kicken. Das war gut von Perks. Gibt hier Wonder nochmal Zeit. Na, baut er einfach nur die Wall dahin. Der ist weg. So, der wird einfach kaputt gehackt. Hier drei offene Inhibs. Minus 3000, hab ich gesagt. Da steht sogar plus 3000, aber das war definitiv ein Minus. Nee, das ist ein Minus-Powerplay. Das ist das falsche Zeichen. Ja. War leer. Minus gibt's so selten, weißt du. Also nicht eingekauft. Ja, jetzt hat man drei offene Inhibs. Die wird man natürlich. Ja, mit der Camille relativ einfach eigentlich bekommen können, fast schon, weil. Im Endeffekt ist es jetzt wieder so ein Schachspiel. Du gehst immer ein bisschen nach vorne, machst einen Pause-Text, gehst wieder nach hinten. Also das ganze Team versucht immer ein bisschen schneller zu rotieren als der Gegner und immer wieder ein bisschen Damage zu kriegen. Ja. Alternativ könnte G2 natürlich jetzt auch nochmal hart resetten. Sie haben eine Menge Cash wahrscheinlich. Und dann nochmal Richtung Baron gehen und da dann den finalen Teamfight anzetteln. Eine Minute werden sie definitiv dorthin gehen. Ich denke, sie werden es jetzt so machen, dass Wonder den Timmy tötet. Nein, Wonder wird Botside gehen. Das war ein Zeitsprung wieder. Wonder wird Botside gehen. Der ist jetzt viel. Den Turret, ja, den Inhib da forcen oder zumindest pressuren und sein Team wird rund um den Baron spielen. Und dann haben wir wieder das gleiche Szenario. Diesmal kann Wonder White Knight wirklich straight up ignorieren, wenn es rumgeht, den Inhib zu holen. Ja. Und das kann er mit allen drei Inhibs machen. Das heißt, Unicorns sind jetzt die, die mit dem Zeitdruck im Nacken sitzen und sagen müssen, entweder wir gehen full engaged auf die Camille, verlieren den Baron, oder wir fighten an den Baron, riskieren aber, dass wir entweder für den Baron trotzdem alle Inhibs verlieren, oder sogar den Baron-Fight und damit das Game verlieren. Und ich glaube aber trotzdem, dass das die einzige Chance ist, die Unicorns hier nochmal hatte, im Spiel zurückzukommen. Das ist natürlich zum Exekutieren halt super schwierig. Ist super schwierig. Also G2 hat es, denke ich, jetzt in der Hand, das Spiel zu gewinnen oder zu verlieren. Es muss wirklich ein God-like Engage von Unicorns, wie wir ihn vorhin in der Midlane gesehen haben, folgen, damit sie dieses Spiel noch für sich entscheiden. Aber man schickt jetzt zwei Leute runter. Man geht nicht auf diese Eröffnung. Das ist genau das gleiche wieder, ne? Ja, diesmal hat man. Ja, aber diesmal ist halt XLE schon mal direkt da. Und im 3 gegen 3 hat Unicorns vorhin auch schon mal verloren. Und da sehe ich G2 auch aktuell stärker. Wenn man eben. Man kriegt diesen S-Ray halt einfach nicht engaged. Die fangen das Ding jetzt nochmal an und das fällt natürlich immens schnell. Ja. Botlane ist der Inhib jetzt schon fast down. Die prügeln sich da, ja. Trotzdem der Schaden relativ groß, zack. Jetzt ist natürlich die Frage, kann Cold so lange durchhalten? Der Baron hat ordentlich AP verloren, aber keiner kümmert sich im Kernen. Der Auto-Attack da komplett durch. Jankos da mit der Tank geht es, aber Samox, oh, jetzt vom das Q getroffen. Das war's. Ich weiß nicht, warum sie sich das ist over, das Ding. Die wussten, dass sie diesen Fight nicht gewinnen. Die haben den Fight eben schon haushoch verloren und der ist genauso eindeutig gewesen, weil sie nicht an diesen Ezreal rankommen. So, boom. Also das Beste, was man hier dann noch hätte machen können, ist den Baron 50-50. Das war's, das Game's over, Leute. Jetzt hat man es einfach nur verloren. Schönes Ding nochmal von G2 hier, gut zurückgekommen. Man das braucht den Baron nicht mal mehr. Ja, jetzt Unicorns. Wird hier White Knight noch für die KDA kaputt getreten. Der hat hier als Poppy ein solides Game gemacht, aber keine Bramble West geholt. Wäre auch egal gewesen, der wäre ohnehin outscaled worden. Unicorns of Love mit einem insane starken Early Game, aber beendet das Spiel ist und G2 hat an sich geglaubt. Wahnsinn. Ziehen es durch und dieser Mann, der kann sich bei seinen vier Teammitgliedern definitiv bedanken. Absolut, also G2 im Early Game wieder absolut unsicher, absolut wackelig. Unicorns richtig gut da reingekommen, haben es leider lange Zeit nicht geschafft, sich einen effektiven Goldlead zu erarbeiten. Erste Minute 22 mit dem ersten Baron ist man richtig ins Rollen gekommen und war dann wirklich so kurz davor, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber dann hat man sich ein paar Mal leider ein bisschen falsch entschieden. G2 einen Baron, einen Inhib gegeben und dann wurde man hier letztendlich doch schon outplayed, kann man sagen. Also man G2 hatte mit der Camille am Ende natürlich eine Winning Condition, also hier nochmal Props an Wonder für die Performance. Aber Unicorns ist halt genau in diese Falle getappt.
Ja. In diesem 3 gegen 3 haben sie den Baron den Fight vor allem geforst und den kannst du da nicht gewinnen. Den haben sie ja genau den gleichen Fight davor schon eindeutig verloren. Weiß nicht, warum sie es nochmal gemacht haben. Fragen über Fragen. Trotzdem. Also wir müssen trotzdem beide Leistungen loben. Bei G2 wäre ich aber echt vorsichtig, was die Playoffs angeht. Das ist keine Playoffs-Leistung. Das gegen Ende hin ja. Das Durchhaltevermögen zu zeigen, finde ich absolut großartig. Ja. Aber der Weg dorthin, wer von anderen Teams, muss ich vorstellen, Unicorns ist letzter. Ne? Wer von anderen Teams 50.000 Mal härter gepunished worden. Perks wäre mit einer 0-4-Leistung, wäre auch 0-4 rausgegangen. So, da wäre das Game wäre over gewesen. Hart. Hart, aber krass. Ja, weil wir wollen natürlich möglichst viel Spannung haben. Morgen ist dann einfach the day of the tiebreak. Na, das wird einfach absolut fantastisch und die Playoffs bleiben dadurch spannend, weil keine Ahnung, wer hier wen schlägt. Also not even close. Und das ist ja best of one. Na, das darf ja noch angepasst werden. Holy shit. Wird insane. Wir machen eine kurze Pause, 6,5 Minuten, das Ganze dauert. Danach sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich.
Hey, na? Da sind wir wieder. Hier jawohl. In der Summer-Szene. Analyse-Ecke. Diesmal ohne Lachkampf. Sehr schön. Bist du sicher? Ja, warte. Okay. Ja, sehr schön. Der erste Tag des letzten Tages ist vorbei, sozusagen. Denn, ja, morgen sind nochmal 5 Matches und da geht's um die absolute Wurst. Wir wollen jetzt nochmal darüber sprechen, erstens, wie dieses Spiel gelaufen ist. Und zwar haben wir hier Unicorns of Love gesehen, die ein Stück weit, die Early-Game-Schwäche der... Naja, wir machen kein Replay. Wir machen kein Replay. Wir werden jetzt nämlich nur noch über den heutigen Tag und über den morgigen Tag sprechen. Weil ich finde das ein bisschen wichtiger, da nochmal ein paar Infos zu geben, gerade auch Bezug auf den nächsten Tag. Na klar. Nichtsdestotrotz trotzdem erstmal noch über das vergangene Match, denn die Unicorns of Love haben die Early-Game-Schwäche von G2 ziemlich gut ausnutzen können. Perksen, ja, irgendwie momentan nicht so ganz in Form. Bis zu den Playoffs sollte er sich da auf jeden Fall nochmal fangen. Morgen hat er nochmal eine Chance, uns auch von dem Gegenteil zu beweisen, dass er natürlich noch einer der besten Midlaner ist. Das Ding ist halt bei Perks, das sind halt kleine Fehler, die aber wirklich auf so einer Bühne maßlos bestraft werden. Der erste Tool ist halt ein perfektes Beispiel. Er geht die Raptors warden, damit er nicht stirbt, aber er prediktet den gegnerischen Jungler komplett falsch und stirbt genau deswegen. Ja. So. Also das ist halt was dir nicht passieren darf. Gerade nicht, wenn du halt gegen sowas wie Gaio 6 spielst, die halt insane Engage gegen dich haben als immobilen Talia-Spieler. So, lass mal das hier, Zeichen hier, okay. Stehen, ja? Das wäre ganz schön. Jockgesell. So. Aber ja, Early Game kann ich dir zustimmen, nicht wirklich, wirklich, wirklich gut. Trotzdem war Unicorns, habe ich auch im Cast schon angesprochen, einfach nicht in der Lage, sich einen Goldvorteil zu holen. Also sie standen dann irgendwie 5-0, waren ein Turret vorne und hatten, was hatten die? 700 Gold, das war's. Mhm. Und sie haben bis zur 22. Minute, also sie haben wirklich 22 Minuten lang das Game komplett unter Kontrolle gehabt. Aber erst mit dem ersten Baron konnten sie sich wirklich einen aktiven Gold-Lead erarbeiten. Und der ist dann auch relativ schnell ganz nett gewachsen. Ich glaube 6k oder so waren es dann, 7k waren es am Maximum. Mhm. Dann allerdings hat die Camille langsam angefangen, wirklich im Split-Push aktiv zu werden. Dann hat Perks auch einen guten Job gemacht, indem er immer nach unten rotiert. Und da hatte Unicorns dann keine richtige Antwort drauf. Dann haben sie einmal am Baron versucht, einen 3 gegen 3 zu fighten. Das haben sie gnadenlos verloren, weil mit Rakan, Xayah und Zac kommst du an Ezreal nicht ran und der Ezreal queut dich einfach die ganze Zeit weg und du stirbst dann halt, wenn du auch noch am Baron bist, doppelt schlimm. Beim zweiten Baron hat man das dann nochmal ganz doll gesehen und da hatte Unicorns dann einfach keine Antwort mehr drauf. Beim ersten Mal haben sie das Spiel quasi dann wieder abgegeben, da war Unicorns dann behind und beim zweiten Baron haben sie es dann straight up verloren, leider. Ja, und da war es tatsächlich auch so, dass die Unicorns auch wieder mal in ihre alten Muster zurückgefallen sind, denn sie wirkten hier und da einfach hilflos, wussten überhaupt nicht, wie sie mit den Situationen umgehen sollten. Also sie hatten 3 Mountain Drakes, ne? Konnten dann auch kurz vor dem Elder Drake in verschiedene, ja, missglückliche Situationen geraten, um da auch wieder dann den Nachteil zu erlangen. Und das sind immer diese kleinen Sachen, die dann auch irgendwie dann im Late Game sehr, sehr hart bestraft werden. Ja. Und das hat G2 an der Stelle natürlich sehr gut gemacht. Unicorns wirkte so ein bisschen so, als hätten sie irgendwann irgendwie das Game aufgegeben. Ja, das war nicht so schön. Und man muss natürlich auch dazu sagen, ein kleines bisschen war es auch so, weil zu dem Zeitpunkt, wo G2 in der Lage war, mit der Camille auf der Seite immer Druck zu machen und das 3 gegen 3 nicht mehr gut für Unicorns ausging, hatten sie auch eigentlich nicht mehr wirklich eine Winning Condition. So, die einzige Winning Condition war, G2 irgendwie in einen Fehler zu zwingen und dann mit einem Rakan Engage oder generell mit dem Engage ein Play zu machen. Das war deine einzige Winning Condition. Das ist eigentlich keine. Weil wenn der Gegner keinen Fehler macht, kannst du nicht gewinnen. Ja. So. Und das war so ein bisschen der Fall. Sie haben es natürlich dann G2 nochmal ein bisschen leichter gemacht, indem sie immer genau den Plan verfolgt haben, den G2 hatte. Und deswegen dachte sich G2, ja geil, funktioniert, wie wir es wollen, wunderbar. Und ich glaube, Unicorn hätte ein bisschen härter noch kämpfen können. Aber ab dem ersten Baron, den G2 bekommen hat, war das Spiel, denke ich, eigentlich schon over. Das ist richtig. Wir wollen jetzt nochmal auf unsere Urlaubstabelle gucken, sagen wir jetzt einfach mal. Denn da wird sich Folgendes rausstellen, dass wir... das ist das Bild, was wir vorhin immer gezeigt haben, Maxim. Danke. Die Unicorns of Love jetzt hier ganz groß im schwarzen Urlaubsbereich, denn die haben jetzt mit dieser Niederlage sich quasi eigenes Grab geschaufelt. Die müssen jetzt eigentlich darauf hoffen, dass jetzt so Leute wie Misfits, H2K, Giants, Schalke morgen alle verlieren. Und da ist natürlich, also das Glück, was sie haben, ist, dass H2K und Rocket zum Beispiel gegeneinander spielen, dass die Giants gegen Splice spielen. Also jedes dieser Teams spielt gegen eines der höheren Teams. Das ist Gute für die Unicorns of Love an dieser Stelle. Somit könnten sie mit ihrem Spiel gegen die Misfits, und da ist halt der einzige Knackpunkt, könnten sie wieder rankommen. Sie müssen gegen die Misfits verlieren. H2K muss gegen Rocket gewinnen, verlieren. Ne? Gegen Misfits müssen sie gewinnen.
Entschuldigung, genau. Sie müssen gegen Wizards gewinnen. H2K muss gegen Rocket verlieren. Schalke muss gegen Fnatic verlieren. Und die Giants, die müssen gegen Splice verlieren. Nur wenn diese Parameter eintreffen, hat Unicorns überhaupt noch eine Chance über Tiebreaker, dann, die wir morgen dann noch dranhängen werden. Oder vielleicht sogar am Sonntag erst zeigen können. Geil. Wenn es nämlich sehr viele Tiebreaker werden, dann kann es nämlich sein, dass wir das noch auf den Sonntag verschieben. Aber das hängt auch noch so ein bisschen von Riot ab. Aber die werden das morgen dann auch kommunizieren. Wir werden es morgen auch im Laufe der Show dann nochmal mitteilen. Ja, und oben ist es ähnlich. Da haben wir halt Fnatic, die sehr, sehr sicher sind. Also denen kann gar nichts mehr passieren. Die werden safe im Halbfinale sein. Die werden auch auf dem ersten Platz bleiben. Das ist alles normal. Aber die Jungs von Splice, G2 und Vitality, die werden sich nochmal um den zweiten Platz morgen prügeln. Ja. Und da hängt es natürlich auch ab, wie das Match G2 gegen Vitality ausgeht. Da wird schon vieles entschieden werden. Und danach können wir dann gucken, wie es dann ausgeht. Weil wenn Splice verliert, dann ist der Gewinner halt drin. Ja, das ist ganz klar, weil die bald alle punktgleich sind. Das sind so die Infos, die wir zu morgen haben. Also auch, es bleibt einfach sehr, sehr spannend. Und die Unicorns sind selbst jetzt nach dieser Niederlage nicht draußen. Das ist halt das fast schon das Absurdeste. Also das ist so close, das ist wirklich krass. Und morgen wird richtig, richtig heftig. Ich glaube, dass wir morgen auch wirklich nochmal vielleicht den einen oder anderen individuellen Plan von dem Team sehen, weil so wirklich der letzte Spieltag, letzte Woche, wenn es so knapp ist, hast du ja nochmal so einen Moment, wo du wirklich nochmal so deine übelste S-Karte rausziehst und denkst, aha, Tam Kench Midlane. Keine Ahnung. Nee, bitte nicht. Das ist bestimmt nicht so gut. Ja, Maxim macht hier schon wieder Unfug. Das ist ja wieder irgendwie Blödsinn. Also deine Kündigung liegt wirklich schon unten auf dem Tisch. Gut, wir freuen uns natürlich, dass ihr alle eingeschaltet habt. In der Spalte quasi, ne? Also, ja, stimmt. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf den morgigen Abend. Das wird wirklich sehr, sehr spannend. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Dann geht's auch mit NA los. Da ist ein ähnliches Prozedere am Start. Und ansonsten, NA ist wirklich, wirklich genauso close eigentlich. Ja, also, ist es wirklich so, zwei Leute auf dem ersten Platz, ein Sieg weniger, zwei Leute auf dem dritten, ein Sieg weniger, zwei Leute auf dem fünften. Ja. Also das ist im Prinzip exakt so close. Ja. Nur oben ein bisschen knapper als vorher. Aber Amerika, Pommes. Geil. Burger. Lecker. In dem Sinne, knusprig bleiben und Klappe zu, Affe tut. Ja, über. Affe tot. Bis morgen. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Tschüss. Wunderbar.